Ein Zusammenschluss junger, engagierter Menschen, welcher mir ganz viel Spaß bereitet und noch voller Ideen steckt und sich hoffentlich noch erweitern wird. Imagegewinn für die Caritas. Eine gute Möglichkeit für junge Menschen, sich für aktuelle soziale und politische Themen zu engagieren. Es ist was Neues, das merkt man auch, also sowohl für die Caritas als auch für die Stadt. Man muss es erstmal etablieren. Und für mich ist auch spannend, was daraus wird, weil das ist einfach noch nicht so richtig klar. Wird es eine ehrenamtliche Gruppe bleiben? Ist das immer an das Jugendhaus gebunden oder landet es doch irgendwann mal auf Verbandsebene und kann im größeren Feld agieren? Das ist einfach nach wie vor spannend für uns. Ist für mich eins der jüngsten und lebendigsten und kritischsten uns in Bewegung bringenden Dienste und Menschen hier in der Region. Ganz wichtig. Freiwilliges soziales Engagement. Erstmal eine total coole Form, um seine Freizeit zu verbringen und was für andere Leute zu machen. Und andererseits ist es für diejenigen, die dann vielleicht Nutzen von den Ehrenamt haben, auch eine Sache, die man nicht mit Geld aufwiegen kann. Also das gilt für Jan Caritas, das gilt aber auch für die Arbeit im Jugendhaus. Da sind ja auch andere Ehrenamtliche, die Schulklassen unterstützen und das schon seit vielen Jahren. Und da werden einfach Dinge geschaffen, die sonst nicht machbar wären. Und das ist cool. Wichtig und ganz, ganz wertvoll. Sowohl für mich als Sozialpädagogin, wir brauchen Ehrenamtliche in unserer Arbeit, als auch für mich privat. Ich möchte auch gern noch ein Stückchen mithelfen in meiner freien Zeit. Ehrenamt ist für mich ein breites Spektrum engagierter Menschen, ohne dass wir als Caritas nicht das wären, was wir sein wollen als Anwalt, als Solidaritätsstifter der Gesellschaft. Beide sind wichtig und beide sind notwendig. Wer liegt vorn? Ich weiß nicht. Old Caritas bringt Erfahrung mit. Young Caritas bringt vielleicht ganz viele neue Ideen mit und Inspiration und ganz viel neuen Spirit, den man auf jeden Fall mit einfließen lassen sollte in die Old Caritas. Bis jetzt gewinnt, glaube ich, die Old Caritas bei uns in der Region, weil die einfach groß und mächtig und ja, bekannt ist. Aber die Chancen liegen auch bei der Young Caritas, weil einfach mal was Neues passiert. Es gibt ein paar innovativere Sachen und ich denke, das gibt zumindest einen Anstoß für auch ein gutes Miteinander von Alt und Jung. Ja, der Altersvorteil geht an die Old Caritas. Die haben viel Erfahrung und auch von denen können wir ein bisschen was lernen, aber die haben noch aufzuholen. Da ist die Young Caritas schon viel weiter vorne. Die wirkt ein bisschen fresher, ein bisschen fancier und attraktiver, glaube ich. Beides gehört zusammen. Das eine ist das sichere, stabile, bewährte, das andere ist das, was uns die Segel neu ausrichten lässt. Und das braucht eine gute Kombination, die tut uns gut. Ja, komm vorbei, komm zum nächsten Treffen. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat. Guckst du erstmal an, schau, welche Themen dir Spaß machen und dann bring dich ein. Es ist auch ein Ehrenamt, wo man sich mit einbringen kann, auch mit neuen und frischen Ideen. Man kann hier vieles auch umsetzen, was man sonst vielleicht alleine nicht so gut könnte.